Am 25.09. besuchen uns Alex und Simone von Kraftort und es geht um ayurvedische Ernährung für Kinder und für Erwachsene. Und was euch da genau erwartet, das seht ihr jetzt. Ja, Alex, du hast dich spezialisiert auf Jugendliche und Erwachsene mit ayurvedischer Ernährung. Erzähl mal ganz kurz was zu euch und zu eurem Laden, was ihr hier macht. Ja, wir sind der Kraftort Langenfeld. Wir machen jetzt seit Januar hier in Langenfeld Ernährungsberatung. Für uns ist es wichtig, dass sich Familien, Erwachsene, auch Kinder richtig ernähren. Wir haben da tolle Konzepte entwickelt, um in der Familie auch eine gute Ernährung zu ermöglichen. Und dazu gehören für uns natürlich auch Kochkurse, um den Spaß zu vermitteln am Kochen für Erwachsene und für Kinder. Super. Und Simone, du bist so ein bisschen mehr auf Kinder dann spezialisiert. Du hast doch erzählt, ihr macht auch Beikostberatung. Erzähl mal, was genau wirst du da auch erzählen dann in dem Workshop? Richtig. Also mir geht es vor allem darum, dass schon von vornherein ein guter Start ins Leben einfach gegeben ist. Und das beginnt nun mal schon sowohl mit dem Stillen als auch mit der Beikost. Wobei halt die meisten Eltern alles wunderbar richtig machen, aber es sind doch immer wieder mal, je älter die Kinder werden, ab dem Thema wirklich Einführung des Essens für die Kinder, dass einfach Unsicherheiten, Unklarheiten da sind, viele Unverträglichkeiten bei sehr kleinen Kindern auch schon gegeben sind und immer wieder die Familien zu kämpfen haben mit Hauterkrankungen, Unruhen, Schlafstörungen und solchen Themen. Und da kann man halt mit der Ernährung wunderbar ansetzen, wenn die typgerecht ist, und das geht auch schon wunderbar bei Kindern. Okay. Ja, gut. Das heißt, wir haben einen Vortrag für Kinder. Dort geht es von der Beikost bis Kleinkinder und ins Schulalter, was man da machen kann und was so typische Fehler sind, ne? Und parallel haben wir eine Kinderbetreuung. Das heißt, ihr könnt eure Kinder dann zu uns geben. Wir machen auf der anderen Seite dann ein paar Zoom-Unterricht mit denen. Und danach haben wir den Erwachsenenvortrag. Da kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was sind die Inhalte von dem Erwachsenenvortrag? Grundsätzlich ist es ja so in unserer modernen Welt, dass die Leute im Stress sind, dass sie auswärts essen müssen, dass sie in Kantinen essen müssen, dass man spät nach Hause kommt, und in diesen Alltag integrieren wir bestmöglich die Ernährung, die deiner Verdauung gut tut, die euch hilft, dass ihr gesundheitliche Themen auch beseitigen könnt, euch fitter fühlt, mehr Energie habt und die Kinder auch dann nicht so viel Süßes essen, sondern sich auch für andere Dinge begeistern. Im Ayurveda vielleicht noch ein Satz: ist nichts verboten. Man darf Fleisch essen, man darf auch Süßes essen. Es geht immer nur um die Zubereitungsform und um die Häufigkeit. Und da haben wir gute Konzepte. Ja, ich kann euch das wirklich wärmstens ans Herz legen, weil ich aus eigener Erfahrung sprechen kann. Der Dennis, der hatte ganz schlimme Rückenschmerzen jetzt die letzten 2 Jahre. Und dadurch sind wir überhaupt jetzt hier auf diese Kooperation gekommen. Dennis, seine Rückenschmerzen sind durch diese Ernährung tatsächlich besser geworden. Wer hätte das gedacht, dass Ernährung so eine große Rolle spielt? Und deswegen bin ich persönlich auch super begeistert davon und kann euch das wirklich nur empfehlen, dass ihr am 25.09. mal vorbeikommt und euch das Ganze anhört. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.